In dieses Video werden wir das Thema benutzerdefinierte Listen in Excel behandeln. Was ich damit meine ist so, nehmen wir mal an, ich gebe jetzt Montag ein und ziehe das runter. Dann sieht man, da kommen automatisch die restlichen Wochentage. Dasselbe gilt für Monate. Nehmen wir an, ich gebe jetzt März ein und ziehe das dann runter. Dann sieht man, da kommen die restlichen Monate und sobald Dezember da ist, geht es wieder von Januar los. Das sieht man auch hier. Sobald Sonntag kommt, geht es wieder von vorne los. Also so eine ewige Liste kann man so erstellen. Das, wenn man das auch ausprobiert, dann gilt das auch für englische Wochentage, zum Beispiel Tuesday. Und dann ziehe ich das runter. Selbe Resultat. Oder auch für die englischen Monate. Zum Beispiel fangen wir an bei July. Und das dann runterziehen. Also ist ja auch egal, wo man anfängt. Die Liste geht dann da weiter. Und dann, sobald das Ende kommt, zum Beispiel Dezember, geht es dann von vorne los. Allerdings, wenn ich jetzt Folgendes probiere, ich probiere jetzt in Französisch, zum Beispiel den Montag, lundi, und ziehe das dann runter, kommt gar nichts. Okay? Und das heißt, warum funktioniert das in Deutsch und Englisch, warum nicht in Französisch und woher diese ganze Sache? Und das ist hier über. Also jetzt ist es hier die Version 2010 und da geht es über Datei und Optionen. Bei früheren Versionen ging das über, also frühere Version von Excel ging das über, da war hier ein Menü Extras und Extras, da geht man ziemlich runter, heißt Optionen und dann kommt so ein großes Fenster mit zahlreichen Register und da drin war ein Register, der hieß etwas mit Listen, ich kann jetzt den Namen nicht mehr erinnern. Und bei 2010 ist es unter Optionen und ich denke mal bei späteren Versionen auch, also Optionen, dann geht man hier auf Erweitert und dann rollt man ganz nach unten und da hat man benutzerdefinierte Listen bearbeiten. So, wenn wir da reingehen, sieht man schon die vorgebauten Listen hier links und man sieht schon zum Beispiel, das ist die Monate in Englisch. Da sind die Wochentage in Englisch, hier sind die Wochentage in Deutsch und so weiter. Und das heißt, die sind schon eins. Will man jetzt sagen, okay, jetzt ich hätte gerne jetzt die Wochentage in Französisch drin, okay, dann kann man so machen, dass man sagt, hier neue Liste und schon hat man ein leerer Bereich hier rechts. Und jetzt kann man die neuen Einträge eingeben. Nehmen wir an, wir wollen jetzt die französischen Tage eingeben. Also fange ich an, lundi. Jetzt könnte ich mit Komma und dann den nächsten Tag einschreiben oder, was einfacher, meiner Meinung nach, einfacher ist, einfach Return und dann kann ich jetzt den nächsten Tag eingeben. Mardi, dann Jeudi, dann, ich habe einen Tag vergessen, Mercredi, dann Jeudi, dann Vendredi, dann Samedi, und dann die Mensch zum Beispiel. So, da habe ich das jetzt. Und jetzt sind die Tage fertig. Und jetzt gehe ich auf Hinzufügen. Und so sehe ich meine Liste unten. Und hier sieht man, sind so ältere Listen, die ich schon mal erstellt habe. Und ich nehme an, ich brauche die nicht mehr. Zum Beispiel die hier, die brauche ich nicht mehr. Dann klicke ich sie an und gehe auf Löschen. Und so habe ich dann, bin ich jetzt diese Liste los. Auch hier habe ich meine Liste erstellt. Brauche ich auch nicht mehr. Einfach auf Löschen. Also anklicke und dann auf Löschen. So, okay. Und dann ist sie fertig. Okay, so und dann gehen wir auf OK und, jetzt, und dann wieder auf OK. Und jetzt probieren wir es mal aus. Jetzt tun wir es mal wieder. Lundi. Also vorhin haben wir es probiert, hat es nicht funktioniert. Hier. Jetzt probieren wir es mal hier aus. Und das geht. Okay, dann steht. Und das Schöne dran ist, ich mache mal hier in diesem Bereich alles leer. Das Schöne dran ist, wenn ich jetzt Lundi komplett in Kleinbuchstaben schreibe, kommen die restlichen Tage auch in Kleinbuchstaben. Oder wenn ich zum Beispiel jetzt Samedi. Ich muss aber richtig schreiben, weil wenn ich mich vertippe, Samedi in groß schreibe und das dann runterziehe, dann erscheinen jetzt die Wochentage in groß geschrieben. Okay? Jetzt, man kann auch, also wie gesagt, man kann unter Datei, Optionen, und dann erweitert und dann ganz nach unten, also man kann auf neue Liste gehen und man kann hier seine Liste eingeben oder man hat schon eine vorhandene Liste irgendwo stehen. Also zum Beispiel, ich mache es mal hier leer jetzt. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier meine Abteilungen. Ja, und da habe ich dann zum Beispiel Verkauf, Technik, was gibt es noch? Einkauf, Produktion, Verwaltung. So, die Liste steht schon hier und diese Liste hätte ich gern importiert. Also, das heißt, ich gehe über
Datei, Optionen wie gehabt, erweitert, dann ganz nach unten, hier. Und jetzt gebe ich die Liste nicht hier ein, sondern ich klicke einfach hier in dem Feld, markiere die Abteilung, die ich brauche und sage importieren. Und schon sind sie da drin. Ja, man sieht sie dann hier, als ob ich die jetzt eingetragen habe. Und dann auf OK und auf OK. Und jetzt könnte man es mal probieren. Technik. So, und dann, wenn ich das jetzt runterziehe, ist es dann wie gehabt. Okay, also das heißt, da kann man so Listen auch so machen. Wenn man schon vorhandene Listen hier drin hat, kann man die importieren. Eine Seite, die mit Excel schon länger arbeiten, diese Leute erwarten jetzt, dass zum Beispiel, wenn ich hier jetzt was ändere, dass ich dann die Liste automatisch ändere, weil man hat ja die Liste aus diesem Bereich importiert. Das ist nicht der Fall, weil wenn ich hier jetzt wieder Einkauf schreibe und dann das runterziehe, es ist immer noch auf dem alten Stand und das ist nicht drin, diese Änderung. Warum? Weil, gehen wir wieder rein, unter Datei Optionen erweitert. Und hier, diese Liste, die wir vorhin eingefügt haben, die ist statisch. Das heißt, wir haben hier reingeklickt und haben das markiert und dann auf Importieren. Es hat sie importiert. Es hat die alten Elemente, die damals da waren, hat es importiert. Aber die Änderung wird es nicht übernehmen. Das heißt, wenn ich hier jetzt meine Liste oder irgendeine Liste ändern will, zum Beispiel, ich will jetzt diese ergänzen. Also zum Beispiel, anstatt Verkauf soll vorne oben stehen, zum Beispiel, was nehmen wir, Rechnungswesen, Rewe. Ja, Rechnungswesen, okay? So, und dann hier rüber. So, und jetzt will ich diese Liste aktualisieren, auf hinzufügen. Und schon, wenn wir hier merken, da steht nicht mehr Verkauf vorne, sondern Rechnungswesen. Probieren wir es mal. So, und da steht jetzt Rechnungswesen, Verkauf und dann so weiter. Okay? Und so kann man Listen bearbeiten. Also heißt, jedes Mal, wenn man eine Liste bearbeiten will, muss man hier reingehen und dann die Liste hier bearbeiten und dann auch hinzufügen. Nicht in den Zellen bearbeiten, nur weil man denkt, ah, ich habe sie doch importiert. Nee, das muss man alles hier machen. Deswegen, dass man solche Listen erstellt, nicht für Sachen, die sich ständig ändern, sondern eher Sachen, die sich nicht so oft ändern, also quasi jetzt wie Wochentage oder Monate oder auch sogar Abteilungen einer Firma oder sogar Produkte, Produktnamen quasi werden sich nicht so oft ändern oder Ortschaften eines Kreises. Also für sowas hat man dann diese Listen und der Vorteil ist von so einer Liste, ist dann quasi, wenn man jetzt Tabellen erstellt, wo immer diese ganzen Sachen in Reihenfolge sind, dann hat man das alles drin. Und was ich noch sagen will, diese Reihenfolge geht nicht nur nach unten, sondern auch zum Beispiel, wenn man jetzt nach rechts sieht. Also zum Beispiel, nehmen wir an, ich schreibe jetzt hier Verkauf und ich ziehe das nach rechts, dann habe ich diese Liste auch da. Ja? Also es geht nicht nur nach unten. Ja, das heißt, wenn ich oft Tabellen erstelle und ich habe diese ganzen Abteilungen hier in jeder Spalte stehen, dann kann ich so eine Liste erstellen und dann kann ich das dann wegziehen. Also zum Beispiel, ich habe früher viel Excel unterrichtet und wir brauchten immer Daten, so Beispielsdaten. Man wollte ja nicht immer wegen der Zeit, um Zeit zu sparen, man wollte ja nicht immer so zum Beispiel Namen und Nachnamen reinschreiben. Da haben wir immer ABC gemacht, nur als Platzhalter von Namen. Und da haben wir dann so eine Liste erstellt, wo wir dann bei Optionen erweitert und hier. Dann habe ich die Teilnehmer veranlasst, dass sie so eine Liste erstellen, wo sie hier neue Liste und dann haben wir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ups, J, K, L, M, N, O, P und dann Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Und dann haben wir auf hinzufügen. So, und okay. Und jedes Mal, und auch wieder auf okay. Und jedes Mal jetzt, wo wir so ein Beispiel haben, wo jetzt Namen drinstehen sollen, haben wir einfach A und dann runtergezogen, schon haben wir unsere Namen. Jetzt können wir dann mit der restlichen Materie eingehen, weil das Tippen der Namen hat immer zu lang gedauert. Und dafür war auch sowas sehr, sehr nützlich. Und das ist im Endeffekt, was man mit so automatischen Listen in Excel machen kann.